Willkommen zum letzten Teil der Vorlesung. Softwarearchitektur bedeutet, dass wir Grundzüge der Software ausdrücken wollen, sei es grafisch oder aber textuell. Und eine Herausforderung ist jetzt auch beim Unterrichten von Softwarearchitektur, dass das viel auf Erfahrung aufbaut. Das heißt, jemand, der 20 Jahre Software-Architekturen erstellt hat, mitbegleitet hat, selber auch dabei Fehler begangen hat und aus diesen Fehlern gelernt hat, das können wir natürlich nicht ersetzen durch eine Vorlesung über 90 Minuten. Wo wir euch aber helfen können, ist die gleiche Sprache wie der Software-Architekt zu sprechen. Und im letzten Teil habe ich euch Komponentendiagramme gezeigt und das ist eine visuelle Sprache von Software-Architekten, mit denen die ihm zeigen können, so und so sieht die Architektur aus für mein System. Das heißt, wenn ihr diese Sprache sprecht, wenn ihr Komponentendiagramme lesen und schreiben könnt, könnt ihr mit anderen Software-Architekten oder mit anderen Stakeholdern, also mit anderen Akteuren im Softwareentwicklungsprozess darüber sprechen. Wichtig dabei ist, alle Akteure müssen natürlich die gleiche Sprache sprechen. Und genauso ist das auch so mit dem letzten Teil der Vorlesung, nur dass wir jetzt nicht über eine spezielle grafische Notation reden, wie eben über die Komponentendiagramme, sondern in diesem Teil wollen wir über Fachbegriffe reden, die immer wieder benutzt werden, wo allerdings im Ideal für allen Akteuren klar ist in der Softwareentwicklung, was das bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Und so kann man mit einem relativ einfachen Satz, wir entwickeln die Software mit einer Client-Server-Architektur, kann man extrem viel auslösen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, was eine Client-Server-Architektur ist. Und deswegen im letzten Teil der Vorlesung gucken wir uns verschiedene Architekturen an und wir werden sehen, dass die wiederkehrende Probleme lösen. Architectural patterns capture the essence of an architecture that has been used in different software systems. Mit einem Architektur-Pattern oder Architekturmuster wollen wir also das Wesentliche ausdrücken von einer Softwarearchitektur, wie es wiederholt angewendet wurde. Es geht also nicht um die konkrete Architektur von einem Softwaresystem, sondern es geht darum, wie oft Software entwickelt wird. Das heißt nicht in den meisten Fällen, aber vielleicht in vielen Fällen und in hinreichend vielen Fällen, sodass es anderen Leuten was nützt, über diese Architektur was zu wissen oder dieses Architekturmuster. Architectural patterns are a means of reusing knowledge about generic system architectures. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Architekturmuster uns helfen können, was wiederzuverwenden, nämlich Wissen, ein gewisses Wissen aufzubauen. Und auch da ist es schwierig, jetzt am Anfang gleich zu sagen, wann ist welches Muster gut. Aber ihr sollt schon mal ein grobes Verständnis dafür entwickeln und zumindest wissen, wenn ein Softwarearchitekt zu euch was über die Architektur sagt und solche Fachbegriffe benutzt, was das bedeutet. Welche Ziele haben wir mit diesen Architekturmustern? Wir wollen das Wissen von Softwarearchitekten gewissermaßen anzapfen. Wir wollen uns das zunutze machen und wir wollen das irgendwie weitertragen. Ja, also es gibt jetzt einfach seit 1960, vielleicht 1970, gibt es intensiv Softwareentwicklung und da hat man natürlich Fehler gemacht, da hat man erfolgreiche Softwareprojekte gemacht und aus denen was gelernt. Und aus diesen erfolgreichen versuchen wir jetzt die Essenz rauszulösen in Form von Architekturmustern. Was wir damit machen wollen, ist, wir wollen diese etablierten Architekturen, wir wollen die wiederverwenden. Und was es indirekt ermöglicht, ist eine effiziente Kommunikation. Das hatte ich eben schon angedeutet, dass wir mit einem Satz vielleicht ausdrücken können, wo wir sonst sehr lange Umschreibungen für bräuchten, weil wir einfach die gleiche Sprache sprechen. Wir gucken uns jetzt eine Reihe von Architekturmustern an. Und wir werden sehen, da gibt es Beziehungen dazwischen, da gibt es auch mal so ähnliche Ideen. Allerdings trotzdem sind die alle eigenständig für sich. Und die Frage ist, welche dieser Architekturen ist sinnvoll für mein System und vielleicht trifft sogar eine Kombination zu. Wir gucken uns diese Architekturmuster immer an mit einem Problem, mit einem gewissen Kontext, in dem wir dieses Architekturmuster anwenden können, wofür wir das anwenden, warum wir das anwenden. Und wir gucken uns dann an, was die prinzipielle Idee ist
und manchmal noch ein paar Fachbegriffe, die in dem Kontext wichtig sind. Und dann werden wir uns das Ganze in den meisten Fällen grafisch angucken. Angenommen, wir haben ein Software-System und wir erwarten, dass es häufig Änderungen gibt an Teilsystemen. Ja, ich habe also ein größeres System und als Automobilhersteller stelle ich nicht nur ein Auto her und das war's dann und ich stelle vielleicht auch Fehler fest. Und gerade jetzt im Zuge, dass Autos, Fahrzeuge immer mehr mit dem Internet verbunden werden, ist es natürlich auch wichtig, solche Anpassungen leicht und schnell machen zu können. Was dafür entscheidend ist, dass wir quasi Anpassungen an Teilsystemen irgendwie schnell und einfach machen können, dass wir auch einfach Komponenten austauschen können. Das Problem dabei ist, was jetzt passieren kann, der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist, dass alle Teilkomponenten gegenseitig mit sich sprechen. Ja, und wenn wir jetzt 1000 Teilkomponenten haben und jede dieser Teilkomponenten spricht mit jeder anderen, dann haben wir eine quadratische Anzahl von Kommunikationen zwischen denen und es wird unglaublich aufwendig, da auch nur eine Komponente auszutauschen. Das wollen wir vereinfachen mit der sogenannten Schichtenarchitektur, englisch Layered Architecture. Die Idee ist, wir zerlegen unser Gesamtsystem in Schichten und diese Schichten arbeiten wie folgt. Eine Schicht bereitet nach oben eine Schnittstelle, verfügbare Schnittstelle, also es gibt eben sozusagen eine gewisse Funktionalität nach außen bekannt, und zwar das nach oben. Und nach unten können wir in jeder Schicht auch auf andere Schichten zugreifen, abgesehen vielleicht von der untersten Schicht. Zu den zwei Teilarten werde ich gleich nochmal was sagen. Wichtig ist, und das ist ein generelles Prinzip von Komponenten, von Schnittstellen, aber insbesondere hier bei den Schichtenarchitekturen, wir versuchen hinter diesen Schichten mit ihren Schnittstellen nach oben und nach unten, versuchen wir Implementierungsdetails zu verstecken. Und warum ist das wichtig? Es gibt so eine Aussage, vielleicht werde ich später das Zitat nochmal wortwörtlich bringen, dass wann alles, was wir über eine Schnittstelle herausgeben wird, ist, da wird es irgendjemanden Nutzen geben, der das ausnutzt, diese Implementierung. Und das macht es so schwer, dann Sachen zu ersetzen. Wir wollen also möglichst viel hinter diesen Schnittstellen verstecken und nur möglichst wenig nach außen bereitstellen. Das Ganze gucken wir uns jetzt grafisch an. Und zwar können wir das mit Komponentendiagrammen visualisieren. Wir haben gewisse Schichten, englisch Layer. Und auch hier lasse ich wieder ein bisschen Platz für das Symbol, was ich später noch einfüge. Und die Schichten ordnen wir übereinander an. Da sehen wir gleich mal an dem Beispiel, dass man beim Zeichnen auch tatsächlich ein bisschen Semantik noch versucht mit reinzubringen, abseits von dem, was wir vorher besprochen haben. Ja, einfach. Es sollen Schichten sein, also zeichne ich die übereinander und nicht von links nach rechts. Und die Schichten unten sind das, was sozusagen am spezifischsten ist und die Abstraktion wird nach oben höher. Wir können beliebig viele Schichten haben. Wir werden gleich kennenlernen, dass auch einfach zwei Schichten schon sinnvoll sein können. Aber es ist auch durchaus möglich, dass wir da 10 oder mehr Schichten haben können. Und wichtig ist jetzt, dass diese Schichten nach oben was bereitstellen und nach unten Aufgaben delegieren können. Nach oben bereitstellen, nach unten Aufgaben delegieren. Und das Ganze kann jetzt eben beliebig viele Schichten dazwischen noch geben. Und damit das ein bisschen klarer wird, gucken wir uns das an einem Beispiel an. Nämlich dem Verfahren, wie Internetkommunikation funktioniert. Und das habt ihr vielleicht aus anderen Veranstaltungen schon gesehen oder kennt das grobe Prinzip schon. Ethernet ist quasi das physische Netz, über die Rechnerknoten miteinander verbunden sind. Und das Ethernet stellt eine Schnittstelle bereit, die dann genutzt werden kann. Das heißt, das hier ist im Wesentlichen, sind vielleicht Treiber, die wir irgendwie verwenden in unseren Systemen.
Und ab jetzt kommen Softwarekomponenten, die irgendwie darauf aufbauen, versuchen, was zu machen. Ein typisches Protokoll, was sozusagen auf dem Ethernet aufbaut, ist dann IP. Und das nutzt das Ethernet. Und jetzt hört das da aber nicht auf. Wir haben nicht nur eine Kommunikation über IP, sondern typischerweise in Kombination mit TCP. Und auch das ist wieder so, dass sich TCP quasi von Funktionalität von IP bedient, dass TCP ohne IP, ohne Ethernet quasi nicht funktionieren würde. Gut, und jetzt gibt es auf der nächsten Ebene noch Protokolle, die jedem Nutzer irgendwie was sagen dürften, weil man die ganz häufig liest. Zum Beispiel HTTPS. Aber das ist ein Protokoll, was wir dann durchaus in der Adresszeile vom Browser wiederfinden. Und das Interessante jetzt bei dieser Schichtenarchitektur ist, dass wir Schichten zwischendurch verhältnismäßig einfach austauschen können. Was bedeutet das? Statt HTTPS hat man früher hauptsächlich HTTP verwendet. Wenn irgendein Link nicht funktioniert und da steht HTTP, dann probiert einfach mal das S einzufügen. Manchmal funktioniert es dann schon, gerade bei alten Links. TCP, stattdessen gibt es auch UDP und ähnliche Sachen. Bei IP sehen wir gerade, dass es viele Softwarepannen gibt, weil eine Umstellung von IPv4 zu IPv6 irgendwo passiert und das aber noch nicht so stabil läuft. Und in der Automobilindustrie arbeiten ganze Entwicklerteams daran, Sachen von IPv4 auf IPv6 umzustellen. Und das an ganz verschiedenen Stellen, wo man das vielleicht gar nicht erwarten würde. Das ist der TCP-IP-Stack, und jetzt ist sozusagen die Idee, dass wir relativ leicht Sachen austauschen können und dass davon sozusagen andere Ebenen nicht betroffen sind. Das wäre schwieriger, wenn wir eine Verbindung hätten von HTTPS zu TCP-IP und Ethernet, weil dann ist es natürlich noch schwerer, deutlich schwerer, das Ganze zu ersetzen. In der nächsten Architektur, die wir uns angucken, geht es um eine Schichtenarchitektur, die nur aus zwei Schichten besteht. Der deutsche Name dafür ist Zwei-Schichten-Architektur, aber wenn ihr mit irgendwem sprecht, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der es unter Zwei-Schichten-Architektur kennen wird, sondern sehr wahrscheinlich unter Client-Server. Das ist der englische Begriff und der ist im Deutschen auch durchaus üblich. Die Idee ist, was haben wir für ein Problem, so ein wiederkehrendes Problem, wo wir dieses Muster anwenden können? Naja, wir haben mehrere Clients, mehrere Rechnerknoten, die auf die gleichen Daten zugreifen sollen. Die Idee ist folgende: Wir separieren unsere Entwicklung in zwei grundlegende Komponenten, nämlich in die eigentliche Anwendung. Ja, und da hier der Begriff Application, Anwendung, das heißt die eigentliche Softwareanwendung. Und dann in eine Datenhaltung. Und die Datenhaltung wird typischerweise Server genannt. Oder findet auf dem Server statt. Das heißt, wir haben eine Separierung in Client und Server. Der Client übernimmt die Anwendung aus Sicht des Nutzers und die Datenhaltung passiert auf dem Server. Wichtig dabei, die Kommunikation wird initiiert durch Clients. Das sehen wir, wenn wir auf ein Beispiel gucken. Also ein Webbrowser, ihr gebt eine Internetadresse ein, dann ist das ein Client-Server-Prinzip. Euer Browser übernimmt die Funktion des Clients, ihr gebt diese Webseite an und über diese Webseite verbindet ihr euch zu einem bestimmten Server und bekommt dann eine Antwort. Das heißt, die Kommunikation wird initiiert vom Client aus. Und um das ein bisschen expliziter zu machen, ist es durchaus möglich, dass wir irgendwie mehrere Clients der gleichen Art haben. Ja, ich kann einfach mehrere Firefox Browser Clients haben, die komplett identisch sind und von den Personen quasi vielleicht auf den gleichen Server zugreifen. Es kann aber auch sein, dass es verschiedene Clients gibt. Ja, und das sehen wir jetzt vor allem mit mobiler Softwareentwicklung oder mobilen Apps.
dass es oft eine Desktop-Version gibt, eine mobile Version und noch eine Webseite. Und alle drei Clients haben typischerweise eine ähnliche Funktionalität und arbeiten mit der gleichen Datenbasis auf dem Server. Wenn wir das Ganze jetzt modellieren mit Komponentendiagrammen, dann modellieren wir nur die tatsächlich unterschiedlichen Clients. Ja, und das heißt, es ist durchaus gedacht, dass wir von einem Client mehrere haben können. Und das Ganze sieht relativ simpel aus, wenn wir das als Komponentendiagramm aufschreiben. Es gibt nämlich einen Client. Der Client benötigt Funktionalität von einem Server. Und was jetzt eben durchaus denkbar ist, also dieses Schaubild soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vielleicht auch mehrere gleiche Clients oder mehrere gleiche Server geben kann. Und wir können das Ganze auch explizit machen, indem wir eben sagen, naja, es gibt einfach mehrere Clients, die auf den gleichen Server zugreifen. Ich zeichne das in einem Extra-Diagramm, um das besser zu verdeutlichen. Und dann hätten wir eben einen Server. Die Box ist zu klein geworden, um das Symbol später noch einzufügen. Und der Server stellt etwas bereit und darauf greifen unter Umständen auch mehrere Clients zu. Gut, das dazu. Der typische Fall ist, dass wir ja, eben sozusagen Client-Server bedeutet nicht, dass es unbedingt nur einen Server oder nur einen Client geben kann. Der typische Anwendungsfall ist, wir haben mehrere Clients, aber der gleichen Art und einen Server. Eine Erweiterung von der Zwei-Schichten-Architektur ist die Drei-Schichten-Architektur. In der Drei-Schichten-Architektur ist das Problem, was wir mit diesem Architekturmuster adressieren, ist, dass wir verschiedene Clients die gleiche Funktionalität bereitstellen sollen, aber das unterschiedlich darstellen sollen. Ich hatte eben schon gesagt, es ist denkbar, dass ich irgendwie Daten ja vielleicht mal als App, mal als Webanwendung darstellen möchte. Und dann ist jetzt die Frage, muss ich die Logik, die dahinter steht, ja, die Anwendungslogik, muss ich die quasi mehrmals implementieren? Implementiere ich die jetzt in jedem Client? Und dafür gibt es die Unterscheidung zwischen drei Komponenten oder drei Schichten und deswegen auch im Englischen Three-Tier-Architecture. Ja, und es ist ganz interessant, da hat sich eben nicht Three-Layer-Architecture etabliert, sondern Three-Tier im Deutschen trotzdem als Schicht übersetzt. Wir trennen jetzt in die eigentliche Repräsentation der Daten, also das, was der Nutzer sieht, in die Anwendungslogik, das heißt im Wesentlichen die Datenverarbeitung und in die Datenhaltung, das Data Management. Und jetzt gibt's zwei Arten von Applikationen, die möglich sind, auf die werde ich aber gleich in der grafischen Darstellung eingehen. Was wir jetzt noch kennenlernen werden, ist, wie diese drei Schichten, wie die genannt werden. Da es um die Präsentation der ersten Schicht geht, heißt das Presentation Tier. Darunter liegt die nächste Schicht, bekannt als Logic Tier. Da drin steckt die Applikationslogik, die eigentliche Datenverarbeitung. Und ganz unten haben wir zu guter Letzt das Data Tier. Das heißt, das ist die Verwaltung der Daten, das Abspeichern.
Ja, das, was vorhin die Rolle des Servers war. Und diese drei Schichten kommunizieren auch wieder und wir zeichnen die auch eben immer wieder so rum, um zu zeigen, dass an der Oberfläche ist das, was der Nutzer irgendwie sieht, womit er interagiert, und das, was weiter unten ist, ist sozusagen einfach weiter versteckt im System und technischer. Wir hatten auch den Begriff von Anwendungs- und Systemsoftware. Anwendungssoftware finden wir jetzt auf den oberen Ebenen und weiter unten dann die Systemsoftware, also die, mit der Kunde nicht direkt oder der Benutzer nicht direkt arbeitet. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil wenn wir jetzt an Client-Server denken, dann ist die Frage, wo landet jetzt eigentlich was? Ja, was landet jetzt auf meinem mobilen Gerät und was landet auf dem Server? Und da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder auf der linken Seite, wir können überlegen, dass wir nur die Präsentation der Daten machen und alle Datenverarbeitung wird auf dem Server laufen. Dann ist das bekannt als Syn-Client. Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, dass die mobile Anwendung selbst oder auch die Webseite oder die Desktop-Anwendung, dass die eben auch die ganze Applikationslogik übernimmt und nicht einfach nur eine Anzeige ist. Und das ist dann bekannt als Widget-Client. Also wir unterscheiden zwischen Syn-Client-Application und Widget-Client-Application. Und so als Daumenregel, wie man jetzt entscheiden kann, ob das das oder das ist, wenn ihr mit irgendeiner Software arbeitet, naja, wenn es ein bisschen länger dauert, die Webseite zu laden, dann ist der Quelltext dahinter größer. Das heißt, das könnte ein Indiz sein. Woran wir es relativ sicher festmachen können, ist, wenn ich mit dieser Webseite auch offline arbeiten kann, dann ist es eine Widget-Client-Application. Wenn die, sobald ich offline bin, einfach überhaupt nicht mehr reagiert, dann wird es eine Syn-Client-Application sein. Das jetzt mal so am Beispiel von Webseiten. Gut. Soweit zur Drei-Schichten-Architektur. Das ist sehr üblich und ist eben auch oft sozusagen als Erweiterung zu sehen von der Zwei-Schichten-Architektur, in der wir nur Client und Server haben. Zur nächsten Architektur kommen wir über folgendes Problem. Angenommen, wir haben sehr viele Clients, wir haben einen Server und dieser Server, der hat zwei Probleme. Das eine ist, es gibt eine hohe Last auf dem Server. Ja, einfach, wenn ich sehr viele Geräte habe, und da haben wir jetzt sozusagen teilweise technische Schwierigkeiten in verschiedenen Stellen der Welt, weil plötzlich sehr viel Videoübertragung im Internet passiert, was einen hohen Workload für einen Server bedeutet, wenn ich so ein kleines Serverkonzept fahre. Es gibt noch ein weiteres Problem. Wenn jetzt eben dieser Server ausfällt, dann habe ich auch noch ein hohes Risiko, weil dann alle Kommunikation mit den Clients nicht mehr funktioniert. Ja, das wäre jetzt insbesondere bei einem Syn-Client, der ist dann nutzlos, wenn der Server jetzt auch noch nicht verfügbar ist. Ja, das heißt, es kommt nicht nur darauf an, dass ich eine stabile Internetverbindung habe, sondern auch, dass der Server eben da ist und verfügbar sein muss. Die Idee ist folgende. Statt dass wir alle Daten immer zu dem Server schicken und über den Server miteinander austauschen, können wir die Daten ja auch direkt hin und her schicken zwischen den Clients. Und das Ganze passiert bei einer Peer-to-Peer-Architektur. Auch das ist ein Wort, was wir nicht übersetzen. Das ist einfach auch im Deutschen so üblich. Und in der ist die Idee, diese Peers, die tauschen sich gegenseitig einfach Daten direkt aus. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Wortwahl. Peers sind keine Clients und keine Server, aber Peers übernehmen Rollen von Clients und von Servern. Das heißt, Peers sprechen sich gegenseitig irgendwie an. Natürlich müssen die auch diese Kommunikationswege erstmal aufnehmen und dann hat ein Peer vielleicht kurzzeitig eine Client-Rolle inne, weil er sich zu einem anderen verbindet und der andere die Server-Verbindung inne, weil der die Verbindung zulässt. Was dabei interessant ist, ist, dass wir eine beliebige Topologie haben können. Ja, also es kann jetzt, wenn wir da drauf gucken und wir haben jetzt eben irgendwie Rechnerknoten, die wir miteinander verbinden wollen, dann sind beliebige Verbindungen denkbar.
Bei einem kleinen Servermodell wäre es jetzt so, dass eben wir einen dieser Rechnerknoten herausnehmen und sagen, der hat eine besondere Stellung und alle verbinden sich genau zu dem. Was bei Peer-to-Peer anders ist, ist eben, dass wir da beliebige Topologien haben können und dass die dynamisch entstehen, dass die auch zur Laufzeit immer wieder wechseln, basierend auf Nichtverfügbarkeit von Peers. Das heißt, wenn hier ein Peer ausfällt, dann können die anderen trotzdem noch miteinander sprechen. In der Praxis wird eine Peer-to-Peer-Architektur häufig verbunden mit einer Client-Server-Architektur. Und die kommt selten nur so komplett allein vor. Warum? Naja, erstmal muss ich ja herausfinden, wo meine Peers sind. Im Wesentlichen sind es ja einfach nur Rechnerknoten, die über irgendeine IP-Adresse verfügbar sind. Und ich muss ja erstmal wissen, welche Rechnerknoten gibt es eigentlich. Und dafür gibt es noch so eine ja, ganz gewichtige Client-Server-Kommunikation oft, und das wird eben auch bei Videotelefonie und Ähnlichem genutzt, dass man eben über einen Server herauskriegt, wo die anderen Personen sind und von denen die IP-Adressen rauskriegt und dann ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufspannt, wo Daten eben sozusagen innerhalb der Clients ausgetauscht wird. Gut, soweit zur Peer-to-Peer-Architektur. Peer-to-Peer-Architekturen haben eine gewisse Historie, die gibt es schon sehr lange und ihre Verbreitung haben sie vor allem im Kontext von File-Sharing bekommen und File-Sharing wird häufig verknüpft mit illegalen Aktionen, wo Dateien im Netz ausgetauscht werden, die Kopierrecht haben, wo das Kopierrecht dadurch verletzt wird. Es gibt allerdings auch viele legale Nutzung von File-Sharing. Und ein Beispiel davon ist, dass in Windows 10 die Downloads, die Updates nicht mehr nur von Windows-Servern kommen seit Windows 10, sondern auch noch untereinander verteilt werden. Windows 10 ist eins der Betriebssysteme oder war das erste von Windows, was nahezu kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, es gab ein Update von Windows 7, von Windows 8, ohne dass man viel dafür zahlen musste. Teilweise unter manchen Bedingungen musste man was zahlen, aber auch dann war der Preis relativ gering. Und einer der Gründe ist, dass Microsoft deutlich mehr darauf setzt, dass weniger Last auf den Servern ist, sondern mehr einfach lokal verteilt wird. Dafür gibt es in den Einstellungen, Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Die Standardeinstellungen sind: Ja, man erlaubt die Downloads, die Updates eben auch von anderen Rechnerknoten runterzuladen und dass die eben in meinem lokalen Netzwerk liegen kann. Das heißt, das Arbeitsnetzwerk, das Heimnetzwerk oder aber auch von beliebigen PCs im Internet. Und da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr Windows 10 nutzt, was da die Einstellungen bei euch sind. Gut, und da gibt es noch ein paar mehr Optionen, die wir treffen können. Und wir können jetzt hier sehen, dass irgendwie bei mir zu dem Zeitpunkt noch dass so kein Uploads gekommen ist. Da gibt es Einstellungen, mit denen wir festlegen können, wo wollen wir das Limit setzen, wie viel Gigabyte sollen überhaupt oder wie viel Prozent meiner Bandbreite soll benutzt werden, aber auch wie viel Gigabyte möchte ich irgendwie höchstens für den Download oder Upload bereitstellen. Gut, das soll es gewesen sein zu Peer-to-Peer-Architekturen. Wir gucken uns jetzt Model-View-Controller-Architekturen an. Und da ist das grundlegende Problem, was wir damit adressieren wollen, mit diesem Architekturmuster, ist, dass wir Daten, die irgendwie vorliegen, in verschiedenen Sichten sowohl anzeigen können als auch manipulieren. Das heißt, für die gleichen Daten gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, die anzuzeigen und mehrere Möglichkeiten, die zu manipulieren. Und die Frage ist, wie können wir das hinbekommen, sodass die Daten konsistent bleiben? Ja, wir wollen in diesen verschiedenen Sichten immer wieder einen einheitlichen Stand haben, wie die Daten aussehen. Und wir wollen ermöglichen, dass man in der Zukunft leicht solche Sichten hinzufügen kann, entfernen kann, austauschen kann, weil das eben ein typischer Anwendungsfall ist, dass ich statt der einen Sicht eben mehrere Sichten auf die Daten habe. Wir gucken mal auf ein Beispiel. Sehr viel oder eine der weit verbreitetsten Software, und das haben wir auch am Anfang mit den Statistiken zu App-Downloads gesehen, sind Spreadsheets, ja, also Excel, OpenOffice, Versionen davon oder ähnliches.
Tabellenkalkulation, wo wir Daten in Tabellen eingeben und die dann in verschiedenen Diagrammen uns anzeigen lassen können. Und vielleicht auch Daten einfach von einer Tabelle in die andere übernehmen können. Und wenn wir das an eine Stelle anpassen, dann möchten wir, dass das überall aktualisiert wird. Und jetzt die Frage, wie können wir das jetzt eigentlich machen? Naja, wir teilen das System in drei Teile ein und das möchte ich euch jetzt grafisch zeigen, wie das funktioniert. Wir teilen unser System in drei Teile ein. Das Modell. Das Modell beinhaltet unsere Daten. Dann haben wir eine View, eine Ansicht der Daten. Und selbst bei den beiden können wir jetzt schon gucken, was sind die möglichen Verbindungen. Naja, wenn ich eine Ansicht habe, dann muss die Ansicht irgendwie mitbekommen, wenn sich im Modell was geändert hat. Das heißt, was können wir da machen? Naja, wir können sagen, es gibt hier halt eine Verbindung zwischen den beiden. Und diese Verbindung sieht wie folgt aus. Das Modell kann die View benachrichtigen, dass es Änderungen gab. Über eine Change Notification. Das heißt, wenn sich an den Daten was ändert, soll sich die View aktualisieren und dafür stellt die View eine Möglichkeit bereit, wie sich das Modell dazu verbinden kann und sagen kann, es gibt jetzt Änderungen. Damit die View dann aber auch auf die Daten zugreifen kann, muss das Modell auch eine Schnittstelle bereitstellen. Das heißt, die View kann das Modell nach dem Zustand fragen. Über eine Zustandsabfrage, State Query. So, und jetzt heißt das Pattern, das Muster aber nicht Model View Architecture, sondern Model View Controller. Das heißt, es gibt auch noch den Controller. Der Controller hat die Aufgabe, sozusagen zu kontrollieren, inwiefern Daten verändert werden können. Das heißt, die View würde nicht selbst dem Modell mitteilen, was verändert werden soll, sondern alle Veränderungen laufen über den Controller. Das heißt, in der View würde ich an irgendeine Stelle sagen, hier kann ich einen Button klicken, ich kann irgendwie eine Selektion machen und dann kann ich auf Entfernen drücken. Und aus diesem Button-Klick muss dann ein Event generiert werden für den Controller, was sagt, es soll was entfernt werden im Modell. Dass das nicht jede View einzeln macht, hat den Vorteil, dass sich dieses Löschen im Modell muss ich nicht mehrmals implementieren, sondern dafür kann ich immer wieder den Controller nehmen, egal wie viele dieser Sichten, dieser Views das benutzen. Diese Änderung von dem Zustand, die wird dann entsprechend weitergeleitet an das Modell. Dafür muss das Modell eine Möglichkeit bereitstellen, Daten zu manipulieren. Das heißt, wir wollen den Zustand damit ändern. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber es gibt auch noch eine Rückverbindung von Controller zur View, die so aussieht, dass die View eine Schnittstelle bietet, mit der der Controller Änderungen vornehmen kann. Und da ist es ein bisschen schwierig, einen passenden Namen zu finden, aber der passendste aus meiner Sicht ist Selection Update. Und zwar geht es da um Zustände, die Ansicht hat, die nicht im Modell sind. Und ein typisches Beispiel dafür ist eine Selektion. Ja, also was ihr selektiert habt in der Ansicht, betrifft wirklich nur die Ansicht und ihr wollt diese Selektion vielleicht gar nicht ins Modell übernehmen. Deswegen
müsst ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich selektiere was und ihr sagt dem Modell, okay, es soll gelöscht werden, dann wollt ihr vielleicht auch die Selektion danach entfernen auf diesen gelöschten Daten. Gut, das soweit zum Aufbau des Model View Controller, der Model View Controller Architektur. Und wir haben eben diese drei Teile, das Modell speichert relevante Daten, unabhängig von deren Präsentation. Wir haben die Ansicht, die View, die eben alle Daten oder einen Teil der Daten zeigt, und zwar unabhängig davon, wie sie manipuliert werden können. Es stellt lediglich ein Nutzerinterface bereit, um was zu ändern. Und dann gibt's den Controller, der quasi über den alle Änderungsanfragen an das Modell laufen. Gut, und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, Thomas, wann kommst du endlich zum Ende? Die Vorlesung geht jetzt schon ziemlich lang. Versprochen, das ist jetzt das letzte Architekturmuster, was wir uns angucken, und zwar die Pipe-and-Filter-Architecture. Was ist da das Problem? Das Problem ist, dass Daten oft in vielen Schritten verwaltet werden müssen, verändert werden müssen und diese Schritte vielleicht austauschbar sein sollen. Ich möchte mal einen neuen Schritt einfügen, ich möchte mal einen Schritt ändern, ich möchte einen Schritt ersetzen, ich möchte auch mal wieder Schritte umordnen. In der Videoverarbeitung möchte man vielleicht irgendwie manchmal erst einen Medianfilter und dann irgendeinen Effektfilter haben, vielleicht manchmal auch umgekehrt oder Transformation. Man möchte das hin und her stöpseln. Wir sehen auch gleich noch andere Beispiele für die mit Bildverarbeitung nicht so firm sind. Das ist das Problem. Wir haben also Daten, die durchlaufen mehrere Schritte der Verarbeitung. Die Idee ist, dass wir jetzt die Modularisierung aufbauen nach diesen Verarbeitungsschritten. Das heißt, wir modularisieren jeden dieser Verarbeitungsschritte und in eine einzelne Komponente, in einen einzelnen Teil der Software. Und jetzt gibt es diese zwei Sachen, die hier zusammenwirken. Einerseits haben wir sogenannte Filterkomponenten. Filterkomponenten kriegen Daten rein, verarbeiten die in irgendeiner Art und Weise und geben die wieder raus. Und wir haben sogenannte Pipes, das heißt Weiterleitungen, Rohre, die sozusagen einfach nur die Daten von einem Ausgang einer Filterkomponente zu einem Eingang einer Filterkomponente weiterleiten. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, für die von euch, die mit Linux zum Beispiel zu tun haben, da gibt es den sogenannten Pipe-Operator und der ermöglicht uns, verschiedene Programme einfach zusammenzustöpseln und dadurch neue Programme zu schaffen. Angenommen, wir wollen suchen in Dateien, in einem bestimmten Ordner, die alle aus dem Jahr 2020 sind, aber nicht im November liegen, weil der November ist ja noch nicht ganz vorbei und wir wollen diese Ergebnisse ausgeben, aber immer nur so viel, wie auf die Bildschirmseite passt und der Nutzer kann sich dann da durchklicken. Ja, das könnte für einen Bericht, für einen Jahresbericht oder ähnliches wichtig sein, wo wir den halbvollständigen November noch nicht drin haben wollen. Das können wir einfach durch eine Verkettung von 4 Kommandos in Linux erreichen, in denen wir sagen, gib mir alle Dateien, nur die im Dateinamen 2020 haben, nimm die raus, die November enthalten und dann zeig mir das Ganze seitenbasiert an mit dem Befehl more. Und das Prinzip, was dahinter steht, funktioniert wie folgt. Wir haben irgendwie eine Eingabe des Nutzers, die steht jetzt hier ganz oben. Die Eingabe ist auf Standard-In, also auf der Standardeingabe in der Kommandozeile. Da haben wir das erste Programm und das erste Programm hat zwei Ausgabekanäle, nämlich Fehlerausgaben und Standardausgaben. Gucken wir uns erstmal die Standardausgaben an. Die Standardausgaben landen jetzt mit dem Pipe-Operator nicht mehr auf der Kommandozeile, sondern einfach als Eingabe für das nächste Programm. Das heißt, was die Ausgabe für Programm 1 ist, ist die Eingabe für Programm 1. Und so geht es dann auch weiter. Von Programm 2 ist die Standardausgabe wieder die Eingabe für Programm 3. Und Programm 3 würde dann die Ausgabe wieder an das Display liefern, an die Kommandozeile. Und jetzt die Frage, wie gehen wir mit den Fehlern um? Und in den meisten Fällen ist es natürlich sinnvoll, diese Fehlerausgaben, mit denen wollen wir jetzt nichts weiterverarbeiten, sondern diese Fehlerausgaben, die wollen wir dem Nutzer vielleicht direkt zeigen. Und deswegen macht es der Pipe-Operator in Linux auf diese Art und Weise, dass ich eben Daten weiterverarbeiten kann in dem Programm
Und deswegen diese Trennung auch in Fehlerausgaben und in Standardausgaben. Gut, aber das zur Architektur, Pipe-and-Filter-Architektur, was viel Verbreitung findet, vor allem wenn man mit großen Datenmengen arbeitet. Wir haben uns in der Vorlesung angesehen, was sind Architekturmuster, warum macht man sowas, und es ist eine zweite Form der Sprache, keine grafische Sprache, sondern einfach sind Fachbegriffe. Und wenn man diese Fachbegriffe bringt oder wenn man die wiedererkennt in einem Diagramm, dann assoziiert man damit eine gewisse Architektur und so schaffen wir es, eine Kommunikation zu ermöglichen zwischen verschiedenen Akteuren in der Softwareentwicklung. Und wir haben uns hier verschiedene Architekturen angeguckt, Schichtenarchitektur, davon zwei besondere Beispiele, nämlich Client-Server-Architekturen und die Drei-Schichten-Architektur. Wir haben auch über Peer-to-Peer, Model-View-Controller und Pipeline-Filter gesprochen. Und das Ganze kann man nachlesen im Somerville im Kapitel 6.3. An dieser Stelle würde ich euch bitten, dass ihr mal überlegt, welche Software-Systeme kennt ihr und bei welchen wisst ihr vielleicht schon, welche Architektur dahinter steht oder habt eine Ahnung. Das heißt, was wir jetzt sammeln wollen, sind einfach mehr Beispiele, wo diese Software-Architekturen, die ich eben besprochen habe, im Einsatz sind. Und es kann auch durchaus sein, dass ihr zu dem Schluss kommt, hier ist eine Kombination von zwei Architekturen. Ja, wir hatten das im Beispiel von Peer-to-Peer, dass Peer-to-Peer für gewisse Sachen eingesetzt wird und Client-Server eben für andere Sachen. Gut, da würde ich euch bitten, das im Moodle zusammenzufassen. Das kann für uns dann nachher eine schöne Übersicht sein und für euch auch gegenseitig schöne Beiträge von den anderen zu sehen. Was gibt's noch für Beispiele? Was kennt ihr vielleicht schon aus eurem Alltag? Und wer nichts kennt oder keine Architekturen, der kann seine Lieblingsarchitektur nehmen und mal recherchieren, wo die eingesetzt wird. Ich freue mich da auch wieder auf eure Beiträge. Und wir sind damit am Ende der Vorlesung angelangt. Die Vorlesung zur Softwarearchitektur, die Vorlesung mit dem Lolli. Und ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis dann. Tschüss.